designation. Sanction Redactus. Location Hab Zone HL 1866. You are to proceed to Judicial Enforcement Station TM8707 with utmost efficiency. Expect heavy resistance. For the slower among you, that means many enemies. Shoot first. Alter, schon voll die geilen Klamotten an hier. This is not the sort of filth I'm accustomed to dealing with. At least the heretics won't see you coming. Think of it. Millions and millions of citizens crammed together and guided in toil by the master's servants. Paradise. Waypoint set. Proceed to ascend to the team's location and enter dwelling levels. You to hell! Buzzing! 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 Sorry. Missionsmarkierungen gibt's nicht, ne? Man muss den Weg und so alles selbst finden, ja? Genau, genau. Ja. Also ja. Ab und zu werden dir Objectives oder so angezeigt, wenn du halt irgendwo dran gehen musst oder so. Hab ich das jetzt markiert? Terminal oder so. Ah. Okay. Da mal einen schweren Angriff auf, Mann. Hinter uns kommt. Ja. Oder von die Waffe irgendwie aufheben? Ne, kann man nicht. Okay. Was kann man? Man die Waffe von irgendwelchen speziellen Gegnern aufheben kann und da irgendwie eine kurze Zeit für schießen kann oder so. Ne, ne. Ja, war lustig. Oh nein, der geht hoch. Oh ne, der wirft uns zu euch was. Nee, alles gut. Der wirft, ja. Es gibt aber auch welche, die hochgehen. Muss es ja gehen. Mit dieser Wegschubsfunktion und dem Zuschlagen, das macht der Nahkampf so wie übelst Spaß, ey. Der Larkup ist so oder so extrem geil in dem Spiel, macht extrem Bock, finde ich. Ich finde generell, dieses Spiel macht halt irgendwie, ja, macht einfach Laune. Ja, hat halt auch ein bisschen was von Left 4 Dead und so damals, bloß, ja. Aua, ja. Ich bin mega, jo, ich bin einfach von der Map geflogen, von der Explosion. Nice. Ich bin tot, ich bin von der Map geschossen worden. Du bist nicht mal am Rand, Alter, du bist einfach komplett. Ja, weil das Ding hochgegangen ist. Nice. Warum auch immer das explodiert ist. Ja, entweder hat dein Gegner gegengeschossen oder nicht. Aber du müsstest eigentlich hier in der Nähe dann spawnen und so. Ja. Oh no! Nicht dahin, nicht angreifen! So, dann werden wir jetzt sterben, ganz entspannt. Ich werde mich davon fernhalten. Ah, du bist da oben. Okay, ich komm zu dir. Ah, war der Kedavra. So ungefähr. Und kurz mal den Palpatine raushängen lassen. Oh, moin. Ich bin gespannt auf den Flammenwerfer, ob man mit dem auch ein bisschen länger schießen kann oder ob der übel schnell leer ist. Ich hoffe, mit dem kann man richtig schön viel. Du kannst schon ein bisschen mit dem schießen. Oh, ich hab gleich ein Problem, Alter, wenn er mich hier wegwirft. Jetzt noch Mitspieler haben, das wäre auch geil wahrscheinlich. Ja, true. Jetzt noch irgendwo Mates hier, Alter. Ich komme! Ich trete nochmal nach. Guck mal, hier ist ein Medikit drin. Nimm dir das mal. Das kannst du dann, wenn du es brauchst, werfen. Unten ist noch eine Medikit Station, da kannst du dir hier nehmen. Hier unten, wo der Sariel steht, Junge. Der einzig wahre. Wo unten? Ach, da unten. Ja, ja, ist ganz klar. Unten, ja. Ist der eine, haben die den Boss jetzt eigentlich getötet? Mir noch Munition? Der sieht so aus. Oder der rennt noch rum. Nee, unser Mate liegt oben. Der hat den getötet. Der tötet einen noch dieser Schwierigkeit. Auf 2 bis 4 tötet der 2 vom Team und ab 4 tötet der immer alle. Okay. Der Boss ist aber, also der ist echt hardcore. Der ist wirklich hardcore. Aber Aufzug aktivieren oder was? Jo, ich wäre ready. Toll. Die schießen ja auch alle. Oh, die machen Fat Damage. Die Musik halt extrem in dem Spiel. Aber Musik habe ich komplett ausgemacht, siehst du? Ich müsste die mal anmachen, dann hört man die mal, wie die so abgeht. Hinten ist ein Bomber. Oh, ich stehe voll im Feuer, während ich meine Musik lauter mache. Between worlds, we must be the bearers of his light. There are always new worlds to claim. Wenn wir jetzt, guck mal hier, da ist eine Medikit Station. Wenn wir jetzt hier diese coole Energiezelle nehmen, kannst du die da rein. Ja, ich habe das im Tutorial alles gehabt gerade. Dann kannst du die da reinmachen und dann kannst du ja, die halt. Dann gibt's coolen hier für jeden. Oh, oh. Minion hinter dir. Minion. Schön, sie kennenzulernen. Okay, die Musik läuft nicht durchgängig. Ich höre die Kumpels ab und an bei irgendwelchen bestimmten Momenten. Ne? Ja, bei Horden. Ah, okay. Die Air Quality perhaps isn't the best in Tarsham. Ashamed to see the shops abandoned. Can you take... Congratulations, Varnus. You have reached Judicial Enforcement Station TM8707. Ich muss sagen, der Charge fühlt sich auch ein bisschen komisch an bei der Klasse. Irgendwie könnte der besser ausgearbeitet sein, so das Ankommen. Die Wucht, die spürt man nicht. Der rascht da rein und der Angriff, der kommt so komisch irgendwie. Aber macht trotzdem Bock. By the way, zu deiner Frage mit den Flammenwerfer, ich kann sie dir beantworten, wenn du möchtest. Nee. Und du hattest ja gefragt wegen... ja, ich weiß, ja, gutes Angebot auf jeden Fall. Obwohl, ja doch, du kannst es ruhig sagen eigentlich. Ja, du kannst länger schießen. Okay, danke. Kein Problem. Hoffentlich hat dir das geholfen. Jo, jetzt bin ich schon beruhigt. Ich finde den Levelaufbau auch hier irgendwie ganz geil. Und irgendwie ist es nicht so ruckzuck schnell durch, sondern man... ja, ja das dauert ein bisschen, so eine Mission. Irgendwo kommt ein großer. Dann kam er. Hast du drauf geachtet, welche Level unsere Mates sind? Nee. Hat man hier nicht mal eine Übersicht auf Sozial? Der eine ist auf 8, der andere ist auf 7. Okay. Der eine macht nämlich ziemlich viel Damage jetzt schon. Wahrscheinlich einmal ein kranker Motherfucker, ich habe ihn weggeworfen. Irre. Ey, kommst du her? Ich hau dir noch den Kopf ab. Ich hab gesagt, ich hau dir noch den Kopf ab. Der Kopf will nicht abgehauen werden. Jetzt aber, man muss einen fetten... Ich bin nur da, um die Köpfe abzuschlagen, nachdem die Leute auf dem Boden liegen. Perfekt. Jawohl! Jetzt aber rein hier. Nein! Da war schon wieder so ein Fass. Aber du bist diesmal nicht runtergeflogen, oder? Nee, und diesmal habe ich es kaputt gemacht. Vielleicht habe ich es vorhin auch kaputt gemacht. Vielleicht habe ich im Nahkampf gegen gehauen. Ich weiß nicht, kann gut sein. Ding. Ja. Ja, sagt er, ja. Oh, Hund. Da ist ein Doggy. Ja. Wird Zeit, dass ich einen Hammer und einen Flammenwerfer kriege, Junge. Wenn ich die Massen hier sehe, kriege ich ja richtig Bock. Ne, hier will auch keiner zurückkehren. Hier geht's nur mit dem Kopf nach vorne. Oder auf dem Boden. You, explicator. Did your unsavory past ever bring you hither? I forced to stay in the cartel's good graces. Let's leave it at that. You say little, and yet speak volumes of a shameful history. Ja, geil. Hast du mal eine Granate geworfen? Wo ist die Auswertung? Wer war hier der krasseste Ficker? Wahrscheinlich, vielleicht sogar Julian. Ich mache nicht viel Damage. Aber du bist ein Mage, du musst viel Damage machen. Du hast halt AOE und so. Ja, aber das ist eher Range und CC. Okay, Moment. Ich habe Sturmgewehr freigeschaltet, Schrotflinte freigeschaltet. You know? Ja, ich verstehe. Also Damage Mage war es halt in der Beta. Das wurde halt, wie gesagt, halt genervt. Ja, Einsatzteams verbinden, das heißt, dass wir jetzt mit denen einfach weitermachen, oder was, wenn wir Q drücken? Genau. Oder? Also, wir lassen einfach auslaufen, aber ich bin gar kein Ziel. Können wir auch einstellen, dass wir keine zufälligen Spieler bekommen, sondern dass wir einfach mit Bots aufgestockt werden? Das geht noch nicht, ne? Nächste Woche kommt das erst. Okay. Am 14. Ja. Wollen wir gleich rausbringen. Cutscene. Aber mir auch. Enemy resistance in the hive is chewing holes in the warband. We're losing trained veterans. And what do I get to replace them with? Dirtbag raw recruits like you. Das Outfit mit der Kapuze sieht so geil aus. Bitte? Outfit mit der Kapuze sieht so geil aus. I'll be watching you, Acolyte. What does your best look like? Er würde gerne die Stimme nur lauter machen, aber dann wird alles lauter. Weil das ja irgendwie mit Soundeffekten skaliert, warum auch immer. Waffen kann man freigeschalten. Vertrauenslevel 4 muss ich jetzt erstmal erreichen. Wir sind jetzt auf 2. Wir gehen mal zur Waffenkammer. Waffenkammer, also hier haben wir eigentlich eine Karte irgendwie? Ne, haben wir nicht, okay. Die Waffenkammer ist relativ, also ich bin schon da. Spawns links gehalten, dann rechts ist das Upgrade-Dinge ganz rechts. Rechts davon ist auch noch das mit den Missionen, was ich dir gesagt habe, und auch links, also rechts von dem Waffenshop ist halt... Ja, ich werde es ja sehen alles. Ja. Also linke Seite Kosmetikshop und Waffenshop und rechte Seite ist Upgradung und spezieller Shop, I would say. Ja. Okay, danke. So, Waffen und Kuriositäten. Antax, Kampfaxt. Rotflinte, Kampfklinge, Infanteriestromgewehr. 2-mal das gleiche drin. Da schaltet es mit den Leveln auch noch Waffen frei. So, ist das hier eine Zweihandaxt? Gute Frage, ne? Hat man keinen direkten Vergleich, muss man sich die Werte merken? Ach, G. Achso, steht ja da, ja. Ja, soll ich jetzt schon Geld für eine Waffe ausgeben? Ich glaube, ich spare einfach. Also ich habe halt am Anfang, nachdem ich ein paar Waffen hatte, so... Also beispielsweise, du schaltest jetzt den Dingens frei. Den, kosmetische Gegenstände für Waffen. Oh, das ist bloß der Skin für die Waffe, ne? Ja, das ist der Waffenskin. Genau, ich will jetzt den Hammer haben, sofort. Und Flammen. Den Hammer, Junge. Ist einfach so. Und reinhämmern. Hammertal. Leider noch nicht. So, du hast... Vorerst. Ja, jetzt müssen wir einfach die nächste Mission machen, weil ich halt die nächste... Stufe freischalten muss. Ja. Let's fucking go. Let the feelings take control.